Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich und Sarah. Keine Angst, es ist hier nur gestellt. Wir hatten gerade im letzten Teil gezeigt, wie wir Sarah aus dem Auto bewusstlos befreit haben, zusammen mit Michele. Michele, hole ich jetzt mal direkt zu Sarah hin. Los geht's. Ja, schön. Ja, noch im Rautegriff oder Rautec-Griff oder wie genau. Heißt er? Rautec. Rautec-Griff, genau sowas. So, und er legt sie jetzt ab. Denkt daran, sie ist bewusstlos. Erstmal, wenn man sich mit einer Person befasst, die Hilfe braucht, steht man nicht so darüber und sagt, sondern man geht runter. Ganz wichtig, beide Knie auf festen Untergrund. Hat den Grund, weil einer vorbeikommt, dich anschubst, so hast du eine Stabilität mit einem Bein an der Luft, sage ich mal, würde ich dann auf die Person drauffallen. Deswegen mit beiden Beinen immer auf dem Boden. Und ich habe gerade schön gesehen, du hast eben beim, kannst du abwärts mal vom Kopf, hast du richtig schön. Mit einem Rautegriff und dann gehe ich langsam rückwärts runter und führe langsam über die Schulter runter und setze ich ab, ohne dass es dann aufklockt. Ne? Das ist aber ganz wichtig. Okay, weil ist halt bewusstlos. Ich zeige nochmal hier. Ne, und genauso das mit dem Kopf. Genau. So, und jetzt unterscheiden wir eigentlich zwischen zwei Fällen. Es gibt einmal den Sparmodus. Also das heißt bewusstlos, genau. Bewusstlos? Das heißt, was passiert bei der Bewusstlosigkeit? Das ist im Kurz und Bündig gesagt, hier. Ist an der Not aus. Also um das zu erklären, der Körper hat einen Not aus. Ne? Das, er will nur, aber der Rechner läuft noch. Der Rechner läuft noch, um das so ein bisschen einfach zu erklären. Also, wenn der Rechner läuft, heißt, das kann zwar sein, dass die Maus gerade nicht funktioniert oder die Tastatur, aber die CPU, der Prozessor läuft noch. Das merkt man. Ja, die schnüffeln noch. Das heißt, die atmen. Aber wenn du die Atemkontrolle machst, musst du einmal den Kopf überstrecken. Das ist immer ganz wichtig. Ah, okay. Weil, um das einfach zu erklären, wenn der jetzt diese Position habe, ist der Zungengrund nach hinten gefallen. Ja. Und dadurch würde er also die Atemwege verschließen und ich könnte keine Atmung feststellen. Aber das ist das Wichtigste. Also der Atemweg muss frei sein. Das hat durch dieses Kopfüberstrecken passiert etwas im Nacken. Genau. Dass die Zunge so gut ideal ist, obwohl die Zunge schlaff ist, dass sie nicht die Luftröhre zumacht. Ne? Dass man trotzdem den Kanal frei hat. Genau. Okay, dann mach du mal. Okay. Hallo, mach mal die Augen auf. Keine Reaktion. Du hast ihn gesehen, du hast ihn angeruckelt, genau. Und du hast schon hier den Kopf eben schon überstreckt. Hier genau. Hier ist richtig hohl. Genau. Und jetzt, also nicht hier, sondern da. Genau. Ich mach mal zurück nochmal. Ich zeig das nochmal. Also das sind zwei Handgriffe. Eine Hand an der Stirn, eine unter dem Kinn. Einfach überstrecken. Keine Angst haben. Dann aufmachen, Mundraum. Ja. Kann ich gleich. Ne? Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Das ist jetzt ein bisschen schneller gemacht. Machen wir wieder zurück. Das Erste, was man machen kann, ist auch Mund auf. Mundraumkontrolle. Ist da was drin? Ist auch ganz wichtig. Wenn ja, Kopf zur Seite drehen. Jetzt aufpassen. Ich habe ja jetzt keine Handschuhe an, aber normalerweise Eigenschutz, Handschuhe an. Wenn ich den Mundraum leer machen will, muss ich einen Finger hier zwischen reindrücken. Zwischen dem oberen Unterkiefer. Kann den Mundraum entleeren. Hat den Vorteil, mein Finger, wenn ich hier reindrücke, kann ich nicht zubeißen. Ne? Kann die Person nicht zubeißen, weil keiner beißt sein eigenes Fleisch. Also ein Schmerzreiz. Ist für mich ein Schutz, dass, weil es gibt Kräfte, die entstehen. Und mein Finger ist im Mundraum, kann man den Finger abbeißen. Also deswegen einen Daumen dazwischen, Mundraum leer. Okay, Mundraum ist leer. Deswegen erst Mundraumkontrolle, weil wenn ich dann überstrecke und ich habe doch schon erbrochen, läuft das Erbrochene dann plötzlich dann in die Luftröhre und ich habe die Aspiration, genau was ich nicht erreichen will. Und deswegen, bevor ich den Kopf überstrecke, Mundraumkontrolle, rumdrehen, leer machen. Und jetzt Kopf überstrecken, Mundraum wieder auf. Und jetzt gibt's, ich höre die Atmung, ich fühle und ich sehe die Atmung. Also indem ich höre, mein Ohr rübergehe mit der Hand, ich fühle sie und ich kann jetzt über den Brustkorb gucken, ob sich das anhebt. Also hören, sehen, fühlen. Das 10 Sekunden. Wieder drei. Drei Sachen. Hören, sehen, fühlen. Genau. Ja, aber gut. Wie ich Sarah so sehe, macht mir richtig Angst. Das ist aber richtig cool. Alles gut. Okay, jetzt habe ich, was habe ich festgestellt? Sie hat Atmung. Jetzt kommt dann der zweite Schritt. Also das Moment, das ist ja die gute Situation. Das ist die gute Situation. Gute Nachricht für euch, sie hat Atmung. Das heißt, man muss nur dafür sorgen, dass es so bleibt.
Und denkt dran, ihr müsst irgendwann Notruf absetzen. Wenn ich jetzt meine ganzen Maßnahmen durchführe, alles drum und dran, verläuft viel Zeit. Ja. Ich habe euch festgestellt, sie ist bewusstlos, sie atmet. Jetzt setze ich den Notruf ab. 112. Ich rufe einen Notruf und sage, ich bin da und da, habe eine bewusstlose Person und dann wird mir geholfen. Wenn das jetzt soweit in Ordnung ist, heißt es ja, wir müssen das so halten? Grundsätzlich stabile Seitenlage. Stabile Seitenlage, okay. Aber ich zeige jetzt die neue, weil es doch einfacher und simpler ist. Einen Arm ausstrecken, den anderen Arm zu mir rübernehmen. Ich halte den immer fest, weil jetzt sie hilft dir ein bisschen mit, aber bei Bewusstlosen schlafft das alles und den rutscht der immer weg. Und die Kniekehle hoch. Und einmal rüber. Halt, mal bitte. Dadurch, dass man hier auch dieses Bein hoch hat, hat man so einen raffinierten Hebel. Das genau. Geht auch bei schweren Winkel. Leuten, genau. Geht das so leicht rumzudrehen. Und ich kann hier an den Knie ein bisschen runterdrücken und das ist für mich sehr einfach. Ich führe ein bisschen dann mit einer Schulter mit. So, jetzt Hand ein bisschen freilegen. So, Atemkontrolle habe ich durch kontrolliert, ist vorhanden die Atemkontrolle. Und jetzt machen wir die stabile Seitenlage. So, und wenn man jetzt genau hinschaut, ist der Beckenbereich sehr hoch, da ist auch der Magentrakt und jetzt geht das alles nach unten, also wie Gefälle. Das heißt, wenn der Muskel im Magen sich öffnet oder irgendwas erschlafft, kann das Erbrochene rauslaufen und kann nicht zurück in die Luftröhre und meine Atemwege dann verstopfen, also meine Aspiration. Das ist der Aspirationsschutz. Und sie ist so in der Form, mit den angewinkelten Beinen, ist sie einfach stabil, sie liegt stabil. Und jetzt müssen wir es natürlich noch zudecken. Ne? Eigenwärme zählt auch immer. Das ist auch ganz wichtig, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, ich mache das, bevor ich die stabile Seitenlage mache, lege ich mir die Rettungsdecke oder die Decke dann vor den Füßen, dass ich auch unterhalb sie, also auch wärme. Das wäre die optimale Version. Oder ich lege es nur drüber. Das ist dann also die zweitbeste Möglichkeit. Die hat ja zwei Seiten, ne? Upala. Einfach zu merken, wenn ich jemand wärmen will, die Sonne wärmt, also muss ich das Goldene sehen, wie die okay. Sonne ist. Also eben, so rum. Ne? Genau. Und das ist jetzt die eine Möglichkeit, also das ist diese zweite Möglichkeit, was ich gesagt habe, ich packe sie einfach so ein bisschen ein. Genau. Ne? Aber jetzt habe ich das Problem, sie liegt ja auf dem Boden. So, das heißt, da kühlt die Person ja auch aus, ne? Da gibt es ja auch dann, wenn man das noch ein bisschen bei hat, sage ich mal, beim Erste-Hilfe-Kurs, dann mache ich das immer ganz anders. Sarah, bleib doch ganz so lassen. Sarah, dreh mal wieder auf dem Rücken. Sie liebt! So, jetzt arbeite ich vor. Ich weiß, dass sie jetzt stabile Seitenlage, ich habe Atemkontrolle kontrolliert, Atmung ist vorhanden. Jetzt nehme ich die Decke. Und schiebt sie einfach nur hier einfach vor. Und jetzt habe ich den Vorteil, dass auch die Decke unter ihr ist. Ich sage mal so, wir haben hier Hilfsfristzeiten, alles gut, aber trotzdem kann es aber mal ein paar Minuten dauern, bis der Rettungswagen oder Rettungsdienst dann vor Ort ist. Und trotzdem, bei den Witterungen, wie wir jetzt haben, sage ich mal in dem Dezember irgendwo oder auch im Herbst, da habe ich die Kälte einfach, ne, im Spiel und man unterkühlt auch ganz schnell. Und deswegen ist es immer wichtig, also klar, Decke drüberlegen habe ich schon mal einmal einen Pluspunkt, aber wenn ich sie so einpacke, wie ich es gerade gezeigt habe, dann habt ihr nochmal einen Pluspunkt mit Sternchen, sage ich mal. Ne? Es wäre schöner. Diese dunkle Seite ist jetzt außen, ne? Die andere ist ja heller, habt ihr gesehen. Genau. Wenn die Sonne nicht draufkommt, ist wie wenn ein schwarzes Tuch in die Sonne legt und ein weißes Tuch. Das schwarze Tuch wird wärmer. Da geht das Sonnenlicht rein, wird absorbiert, wird verarbeitet, wird zu Wärme gemacht. Genau. Wenn das Silber außen liegen würde, dann strahlt das weg. Dann reflektiert die Sonne, dann bleibt das eher kälter als vor. Also es kühlt nicht runter, ist kein Kühlschrank dann. Genau. Aber schützt vor Überhitzung. Schützt vor Überhitzung, genau. Genau. So. Nur, dass das versteht. Und wenn diese reflektierende Seite innen ist, wird die Körperwärme, die innen drin ist, Wärme kann man auch reflektieren, wird zum Körper zurückgeführt. Das heißt, so ist es wärmer. Sarah, ist es angenehm? Ja. So
sollte man sich wundern. So kann sie eine Woche liegen bleiben. Und ganz, ganz wichtig ist, nach meiner Maßnahme, indem ich sie eingepackt habe, Wärmeerhalt plus stabile Seitenlage, muss ich wieder nochmal eine Atemkontrolle machen. Also nicht nur einmal, Verlauf muss mehrmals kontrolliert werden, weil bis dann, es kann sich auch eine Veränderung, also es kann oder ist so, dass eine Veränderung entsteht, sage ich mal. Ne? Deswegen regelmäßig dann auch mal wieder kontrollieren die Atmung. Zumachen, dann regnet es sich rein. Okay, wie gesagt. Ich will noch mal ganz kurz was sagen zu den Kopfüberstrecken. Das habe ich selber im eigenen Leib privat gehabt, im Krankenhaus zu Besuch gewesen und da ist wie eine Person, die nur zu Gast war, umgekippt. Also auch die Krankenschwestern waren etwas überfordert und habe ich gesagt, weg. So, wir liegen genommen auf der Seite und habe nur den Kopf überstreckt. Das, was er gerade sagt. Genau. Das ist echt so lebensrettend, das ist bei mir so. Der heißt auch lebensrettender Handgriff. Ja, aber es ist wirklich. Und da kam erbrochenes raus, das ist so gut, es war wieder da. Da war ich so froh, dass das so ausgegangen ist. Genau. Das ist also immer ganz wichtig. Also dieser Handgriff ist wichtig. Kopf überstreckt. Genau.